was jetzt hier genau hinter Dein Winter, Dein Sport steht. Eine Initiative, die sehr viel kann, die sehr viel vorhat und die bereits sehr viel geschafft hat. Dass man verbandsübergreifend zusammenarbeiten kann, ist eine Idee gewesen, eben von den Verbänden unter Federführung der Agentur TOC. Und so wurde dann der Deutsche Skiverband, der Deutsche Skilehrerverband und der Deutsche Snowboardverband an einen Tisch geholt und gesagt, okay, was können wir bewirken? Gleichwohl glauben wir, dass es eben wichtig ist, jetzt auch mal ein Zeichen zu setzen, gemeinsam mit den anderen Verbänden, um einfach auch mal proaktiv in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, nein, Wintersport lebt in Deutschland, Deutschland ist ein Wintersportland und Deutschland bleibt ein Wintersportland. Es geht um die Emotionen im Wintersport, es geht um die Jugendlichen im Wintersport, es geht darum, dass wir genau die Tradition auch aufgreifen und modern fortsetzen. Ich meine, wir vom Snowboardverband haben da eine besondere Geschichte auch nochmal, weil wir nicht nur die konventionellen Skivereine und traditionellen Organisationen angehen, sondern auch die vielen Gruppen, die sich darum herum gebildet haben. Konsti Schad, einer der besten Snowboardcrosser der Welt, ja, die sind eindrucksvoller Beleg dafür, dass der Wintersport lebt und dass wir uns gerne nach vorne entwickeln und dass wir natürlich den Breitensport auch haben und dass wir natürlich diese Initiative sehr begrüßen, weil wir genau das brauchen, dass wir die Begeisterung für den Wintersport in allen Arten weitergeben können. Und diese Begeisterung, die aus dem Spitzensport kommt, die schwappt natürlich auch rüber in den Breiten- und Freizeitsport. Und dort, wo attraktive Angebote sind, egal wo in Deutschland, da werden die auch wahrgenommen, da werden die auch angenommen. Der Wintersport bietet alle Facetten, hat auch preislich sehr, sehr attraktive Angebote nach wie vor, gerade im Alpenraum. Also wir sind überzeugt davon, dass wir nach wie vor ein extrem attraktives Angebot haben, ein sehr zeitgemäßes Angebot haben und wir machen uns natürlich auch Gedanken darüber, wie können wir das verantwortungsvoll in den nächsten Generationen auch ausüben. Das heißt also, ökologische Interessen spielen für uns auch eine große Rolle, aber der Wintersport ist noch lange nicht tot. Wir können ihn auch sinnvoll über die nächsten Generationen weiter ausüben. Und das war auch, wohlgemerkt, nicht nur den Fokus auf die Kinder und Jugendlichen richten, sondern eben gerade auch auf die ältere Generation. Da gibt es durchaus den einen oder anderen, der bereits erste Erfahrungen im Wintersport gesammelt hat, obwohl er vorher die ersten 30, 40 Jahre seines Lebens noch nichts damit zu tun hatte. Wir haben das große Glück, dass wir wirklich im Winter aufgewachsen sind und dass wir dort auch sportlich aktiv sein durften und dann natürlich auch noch vielleicht noch ein bisschen in eine andere Sparte, in den Leistungssport. Es gibt ja kein schöneres Spielzeug als Schnee. Und wenn wir das Spielzeug nicht attraktiv verpacken, dann wollen die Kinder auch nicht damit spielen. Und insofern ist die Kampagne so wichtig, weil es geht um das schönste Spielzeug, es geht um ein Stück Natur, um Erlebnis, es geht um Zusammenhalt, so wie wir jetzt hier zusammen sind. Wir sind alles Freunde, wir halten zusammen, wenn es ums Thema geht. Da erinnert man sich doch dran, wir erinnern uns an unsere Eltern, dass die uns mitgenommen haben, dass wir am Berg waren, dass wir gemeinsame Abenteuer erlebt haben und auch einer, der aus Berlin und Wanne-Eickel kommt und in die Berge zum Skifahren oder zum Wintersport geht, der macht mit seinen Kindern Erfahrungen, Erlebnisse, die ein Leben lang halten, die Bindungen schaffen. Und in einer Zeit, wo wir immer bewegungsloser werden, wo es um Integration und Inklusion geht, ist dieses Thema, glaube ich, am richtigen Ort. Ich wollte vor allem das weitergeben, was mir der Snowboard-Sport gegeben hat. Und das ist dieses Spielerische an Lebenserfahrung, was man über den Sport sammeln kann. Das erlebst du einfach sonst nirgends. Dann erst, als ich mit der Schule fertig war und so weiter, dann wirklich ein Leistungssport für mich geworden. Davor war das alles Gaudi. Und das finde ich, dass wenn man, je mehr man da im Nachwuchs hat, dem man das ermöglicht, die das anschauen können, desto mehr wachsen dann auch nach oben raus. Ich bin mir auch sicher, dass der Felix nie von Anfang an gesagt hat, er geht da raus nur, um Stangerl zu fahren und zehn Hundertstel schneller zu sein, sondern da geht es um das Skifahren. Bei mir ging es um das Snowboarden und tut es bis heute noch. Also der Sport oder Freeskiing oder generell Skifahren ist nicht nur Wettkampf. Und das ist halt oft das, was in den Medien einfach transportiert wird, dass es um Hundertstel geht, dass es um Wertungen geht und am Ende steht einer am Podium. Skifahren oder generell in meinem Fall auch Freeskiing oder auch Snowboarden ist aber nicht nur das, sondern das ist viel mehr, das ist eben ein Lifestyle und dazu gehört halt einfach auf dem Berg sein und dann bist du halt mal oben und hast halt jetzt nicht so viel Lust, jetzt halt irgendeinen neuen Trick zu probieren, aber du bist halt Skifahren und du bist deswegen am Berg, weil das ist das, was dir Spaß macht. Wenn wir das schaffen, mit einem relativ einfachen Slogan, dein Winter, dein Sport, alle diejenigen zusammenzubringen,
für die Wintersport eine Herzensangelegenheit ist, dann ist heute auf jeden Fall ein toller Auftakt gemacht worden. Ganz, ganz lieben Dank. Eine große Freude. Vielen Dank. Ciao.